Jo, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Wir sind da, wo wir aufgehört haben. Voll geladen, alles aufgeboostet. Also, nicht verstärkt, sondern einfach HP, MP voll. Hier rennt ein Big Day rum. Alles okay. Sehr schön, beschäftigen wir uns direkt mal mit Leichen werfen und ähnlichem. Wir haben das Problem, dass überall Vollautomatik-Munition rumliegt und wir einfach keine mehr benutzen. Deswegen fangen wir an, welche zu verbrauchen. Was das? Okay. Dann heilen wir uns wieder schnell. Weil das hier sieht gerade gar nicht gut aus, HP-mäßig. Das kommt gut. Ich will zur Heilung rennen und bin tot. Nee. Komm, das laden wir. Nein. Wir nehmen schon das Aktuellste. Ja. Gut, also das mit dem anvisiert Schießen funktioniert immer noch nicht vernünftig. Also das Zielkreuz hier scheint mir viel genauer zu sein. Es ist viel bessere Übersicht zu geben als das andere. Was hast du, Mary? Du siehst aus, als hättest du eine schreckliche Nachricht erhalten. Für so leicht durchschaubar der Ziel also. So, diesmal haben wir keine Rakete abbekommen und sie auch nicht auf diesen nahestehenden Passanten geworfen. Unbeteiligten. Naja, hauptsächlich wir. So, das lief doch schon mal viel besser. Du müsstest eine Pistole verloren haben. Suchen für Faule. Warum noch die Mühe machen, irgendetwas aufzuheben, wenn man es auch genauso gut ansaugen kann, ohne Energie zu verbrauchen, wa? Okay, wir gehen hoch. Da oben dürfen wir nicht hoch. Das ist schon mal gut zu wissen. Ah, hier. Das sieht gut aus. Ja. So. 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 Bin mir gerade nicht sicher, ob wir alle nötigen Geraden finden. Kann ja sein, dass ich die mal wieder übersehe.
Aber wir haben hier genau eine gerade aufgedeckt. Ah, hier wäre die nächste gewesen. Okay. Es gibt ja immer viele Wege zum Hack. Kartoffelchips können wir uns kaufen. Mmh. Om nom nom. Schrottlimit erreicht. Also nicht, dass ich diese Funktion hier jetzt total überreize, aber ich benutze es einfach für alles. MG, Schrot. Ah, so rum sollte man da ran. Voll kompliziert und so. Aber es ist trotzdem gut, die Verstecke komplett zu untersuchen, wie man sieht. Die Methode für Faule ist offensichtlich nicht die vollständige. Oh ja. Ah, wir können die hacken. Das ist gut, weil ich habe keine Test, keine Code-Tafel, kein Zahlencode gefunden. Ich glaube, untenrum ist die sicherere Methode. Außer hier ist jetzt auch noch hier ist nichts. Das ist doch mal angenehm. Na, dann brauchen wir noch das und das und das und durch. Den Code gibt es sicher auch noch irgendwo zu lesen, aber ich habe keine Ahnung wo. Timmy, Mr. Ryan hat mich persönlich darum gebeten, dir das hier mitzuteilen. Wenn du uns Fontaine und seine ganze lausige Bande lieferst, dann kannst du dir im Fighting McDonald's weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Aber wenn du hier den sturen Esel spielst, werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm die Kostprobe, Patrick. Was ist denn? Hast du deine Meinung geändert? Timmy, Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Da hat jemand Angst. Ich glaube, durch das Draufschlagen habe ich den Verbandskasten kaputt gemacht. Verbandskasten wieder gefunden. Ja, das läuft bei mir ganz normal so. Das ist immer so. Ich habe alle Vorräte auf Maximum und dann horte ich noch Kisten. Aber das passiert ganz automatisch. Da kann ich nichts gegen machen. Grundbogen. Immerhin haben wir jetzt alles. Wir können 16 Patronen verbrauchen.
Da müssen wir jetzt sowieso noch nachgucken, ob die Loot-Verteilung jedes Mal die gleiche ist. Weil angeblich waren ja hier 23 von Chips. Ja, exakt dasselbe nochmal. Sehr gut. Das bewahrt mich wenigstens vor der Versuchung, Sachen neu zu laden, bei denen ich mit dem Loot unzufrieden war. Das sah so nach, eigentlich ist hier ein Durchgang aus. Ja, Pistolenlimit erreicht. Rosen sind immer so ein Zeichen für Spider. Ja, das kann ich alles nicht aufheben. Atlas hat mir schon gesagt, dass du gern eine Einladung in die Fischfabrik hättest. Du spinnst wohl. Wenn du mir allerdings eine Forschungskamera aus dem Büro des Hafenmeisters besorgen könntest, würde ich das mit der Einladung schon hinkriegen. Was war das? Du sitzt in der Scheiße, mein Freund. Hey, ihr Rumgetanz hat mir Zeit gegeben. Nachtland. Ja, natürlich können wir zusammen sein, wenn du aufhörst, mich zu hauen. Komm zurück. Den schaffst du nicht. Sieh mal auf den Förderband nach. Da findest du was, was dich wieder auf die Beine stellt. Und jetzt schnapp dir die Kamera und fotografiere die Dinger, die an der Decke rumkrabbeln. Dann lass ich dich auch in die Fischfabrik rein. Und denk daran, mein Freund. Wenn's hier auch nur danach riecht, dass du was mit Fontaine zu tun hast, mache ich dich kalt. Atlas legt zwar seine Hand für dich ins Feuer, aber ich lass dich trotzdem nicht aus den Augen. Kapiert? Ja. Heul mal nicht rum. Ein erwachsener Mensch, der Angst vor Geistern hat. Fontaine ist seit Monaten tot und jeder weiß das. Hype Rapture hat immer noch Angst vor ihm. Sogar Ryan, Herrgott nochmal. Naja, mach dir darüber keine Gedanken. Auf uns wartet Arbeit. Oh. Fontaine und seine ganze lausige Bande wieder. Dann kannst du dir im Fighting McDonalds weiter deine Bierchen hinter die Binde gießen. Können wir den vielleicht auch unterbrechen? Ach, dann labe ich einfach drüber. So. Werden wir dich auch wie einen Esel behandeln. Gib ihm eine Kostprobe, Patrick. Die haben einfach meinen Kram eingesammelt. Das ist ja voll dreist hier. Was ist denn? Hast du deine Meinung geändert? Timmy, willst du mir jetzt was erzählen? Mach weiter, Sullivan. Mach deine Drecksarbeit. Was Ryan mir antun kann, ist nichts im Vergleich zu dem, was Fontaine tun kann. Haben die sich da nur umgesehen oder haben die mir wirklich meinen Kram geklaut? Das ist jetzt die Frage. Also wenn jetzt der Cremekuchen weg ist, dann wissen wir es. Nein. Es könnte also sein, dass sie es nicht getan haben. Auf jeden Fall habe ich mit Elektroschrot ins Wasser geschossen. Das war
effektiv, aber nicht beabsichtigt. Ja klar, mir. Weil ich ja auch nicht auf ihn geschossen habe. Und Mr. B, wir kloppen uns später. Und zwar genau dann, wenn ich die Forschungskammer habe. SMG-Munition, da kann ich nichts mit anfangen, tut mir leid. Ja, ja, verstanden. Ich nehme den Weg außen rum. Tagebuch. Aphrodite geht durch die Gänge. Sie glänzt wie die Klinge eines Skalpells. Steinman! Steinman! Ich habe, was du suchst. Du musst nur deine Augen aufmachen. Und wie ich die Augen öffne, schneidet sie mich in 1000 wunderschöne Einzelteile. Wo wir jetzt aber sowieso gerade da sind. Okay. Können wir das Ding mal hacken. Okay, wir haben fast komplett freien Zugang. Also können wir das so machen. So. Und so. Ja, danke fürs Hochheilen. Das war äußerst hilfreich. Da wir diesen speziellen Kunden von einem Big Daddy hier schon geaggrot haben. Tretmine. Okay. Kleingel. Ah, können wir ja dann im Prinzip direkt durchlaufen. Also, wenn wir ein Foto machen, hat das verschiedene Kriterien. Zum Beispiel, wie viele Ziele sind drauf? Wie gut sind die zu sehen? Sind sie am Leben? Machen sie gerade irgendwas? Sind die aggro? Natürlich gibt es alleine schon aus spielerischen Gründen mehr Punkte, wenn man ein Foto macht, während der Gegner einen angreift, als wenn man ihn einfach nur so aus dem Hintergrund fotografiert. Ne? Das hätte man ja überhaupt keinen Grund, den Kampf zu machen. Deswegen ist es gar nicht weiter tragisch, dass der Big Daddy jetzt schon aggro ist. Weil wir können ihn brauchen, den Akku. Es muss etwas geschehen in Sachen Fontaine. Während ich Gebäude errichtet und Fischgründe erworben habe, hat er sich ein Monopol auf Genotypen und Nukleotidsequenzen aufgebaut. Rapture verwandelt sich vor meinen Augen.
Der große Zusammenhang, die große Kette beginnt meinen Händen zu entgleiten. Es ist Zeit, die Zügel wieder anzuziehen. Ja, wenn du meinst. Pistole ist so eine viel, viel elegantere Lösung als dämliche Schrotflinte. Aber finden wir trotzdem alle. Natürlich auch immer eine gute Idee, erstmal in die Ecke gucken, wo nichts sein kann und nach Loot suchen, anstatt erstmal sich umzusehen, ob irgendwas Gefährliches in der Umgebung ist. So, ich weiß, dass ich schon ein bisschen aufgenommen habe, bevor ich den Wecker gestartet habe, deswegen mache ich jetzt mal direkt mit Klingeln des Weckers Schluss. Ich würde mal so jetzt sagen, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns die Kamera holen. Bis dahin, tschüss!